Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Endless Space. Letztes Mal war ich stehen geblieben, hier belagert zu werden. Da wollten wir ja noch was gegen unternehmen. Deswegen haben wir uns die Aufklärer 2 erschaffen, die nicht sehr viel besser ist als die andere. Aber mehr Runden braucht anscheinend. Na, immer dieses Linksklick und Rechtsklick. Wir brauchen mal ein paar Schiffe. Wobei ich mache das mal so. Ah, hier ist ja noch ein Machen, ne? Moment, haben wir hier schon soweit alles fertig? Nein, noch lange, lange nicht. Verdammt. Wir brauchen Schiffe. Das wird ja jetzt aber ein bisschen dauern, bis sie fertig sind. 4 Schiffe, 6 Runden. Okay. Warten wir einfach mal ein bisschen ab. Ich hoffe, der macht da jetzt nichts. Weiß nicht, was er da genau macht. Deswegen. Okay, 2 Sachen fertig direkt auf einmal. Und eine alternative Panzerung wird jetzt dann gemacht. Hier wird zweimal das gleiche nochmal gemacht. Jawohl. Die Flotten sollen sich bewegen. Der ist hier tatsächlich abgezogen. Mal gucken wir uns doch mal kurz an, was hier so für positive Effekte drauf sind. Ich glaube, wir nehmen einfach den hier. Beziehungsweise. Der hat am wenigsten Nahrung. Der gibt wieder Nahrung dazu. Ich glaube, wir nehmen doch den hier. Einfach nur, um dann schneller mehr Bevölkerung hier hinzukriegen. Und dementsprechend werde ich auch hier erstmal auf Nahrung gehen. Das dauert 4 Runden. Und dann auch wieder darauf. Was hat das System so sonst für Eigenschaften? Nicht viel auf jeden Fall. Noch nicht. Ist schon mal gut für Industrie. Vielleicht werden wir das dann hier ganz besonders ausbauen dann. Ja, das wird jetzt erstmal noch ein bisschen dauern. Okay, damit haben wir schon mal die Galaxie. Und die Galaxie wollten wir ja auch, ne? Hier haben wir Rotsang, was uns Nahrung und Geld gibt. Nehmen wir einfach den da. Wollten das hier. Ne, da unten wollten wir nicht hin, weil da nur ein einziger Planet ist. Noch lohnt sich das nicht wirklich. So, wie sieht das eigentlich von Punkten her aus? Wir sind immer noch ganz weit unten. Hat wahrscheinlich auch mit unserer fehlenden Waffenstärke zu tun. Vielleicht können wir mal kurz gucken. Das war der falsche Baum hier. Wo wir einen neuen Schiffsrumpf eventuell entwerfen können. Der ein bisschen mehr oder irgendwas mit der Tonnage. Die Tonnage ist ja, wie viele Waffen man mitnehmen darf. Sieben Züge, sieben Züge, sieben, sieben. Kostet schon alles relativ viel. 83 Züge. Wo ist denn das mit der Tonnage, beziehungsweise mit neuen Schiffsrumpfen? Das wüsste ich ganz gerne. Wenigstens einen neuen Schiffsrumpf entwerfen, dass wir da was damit dann machen können. Aber sieht eher schlecht aus. Hier haben wir ein orangenes, okay. Schildgeneratoren. Vielleicht bin ich gerade eben einfach nur blind. Vielleicht Schiffsdesign. Schiff. 3 Treffer. Schiffsrümpfe. Hat das hier mit Schiffstonnage zu tun? Benötigt etwas, was wir noch nicht haben. Es ist halt die Frage, ob das eher hier mit der Tonnage und mit den Schiffsrümpfen ist oder ob das doch hier in der. Oder doch eher hier unten beim Reisen. Ha, ich weiß es nicht. Color. Minus 20 Tonnage, Waffenmodule für Schiff. Ach verdammt, wir wollten doch erstmal hier drauf gehen, ne? Das heißt, dass diese ganzen Teile sind anscheinend hier oben, unten. Ist hier sonst noch irgendwas? So ein Schiffsrumpf? Ich glaube, der Koller ist dann ein Schiffsrumpf. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Was ist, wenn man denn statt Schiff einfach mal Tonnage eingibt? Gar nichts. Habe ich Tonnage richtig geschrieben? Ja. Okay, das heißt, man muss nach den Namen suchen, nicht nach den Effekten. Egal.
glaube, damit haben wir den Zug ja auch ganz gut beendet, beziehungsweise habe ich hier überhaupt was gemacht? Das sollte ich immer zuerst überprüfen. Nee, habe ich nämlich gar nicht. Gehen wir hier mal ein bisschen auf Industrie. Dann auf Nahrung. Vielleicht dann ein bisschen Pocket Money. Machen wir einfach mal die ganze Reihenfolge hier durch. Das Tunnel pro Zug. Ich gebe den 12 für Hyperium und Titanium 70. 3 und 2. Der will Geld. Ich weiß jetzt nicht, ob 12. Machen plus 64. Wir kriegen eine Menge Ressourcen dafür, das muss man ganz ehrlich sagen. Moment mal kurz, minimieren. Oder ist das zu, hat das zufällig damit zu tun? Nee, der möchte von uns diese Ressourcen, der kann uns mal. So, tschüss. Okay, hier werden gerade Schiffe erstellt. Die einzeln in den Kampf zu bringen, würde sich nicht lohnen. Ich möchte jetzt wirklich gerne den neuen Schiffsrumpf haben, um damit dann ein bisschen aufzutrumpfen. Was könnte man denn noch machen? Ich meine hier. Ach, das war ja so übelst negativ belastet, ne? Ich erinnere mich. Ja, vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen mehr auf Schiff. Auf die Schiffsproduktion und auf die, vielleicht auch neuere Schiffe, sodass wir eventuell. Ja, hier, ein Zug. Ach, das ist. Effiziente Abschirmung, das ist auch noch gelb. Ach, Tatsache. Ach, hier unten ist noch eine Menge gelb. Es würden 9 Züge dauern. Dann müssten wir das ja gar nicht brauchen, weil wir das hier ja schon haben. Und dann brauchen wir noch mal ein paar Waffen. Wir haben hier so ein paar. Wir haben auch Raketen. Was wir nicht haben, ist das hier. Also für Geschosse, die aus. Also mit der Kriegsführung kenne ich mich natürlich noch nicht aus. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein paar kinetische Waffen. Ich denke mal, das ist kinetisch und Laser. Diese Art von Waffen haben wir auf jeden Fall noch nicht. Und dann gehe ich noch ein bisschen mehr auf Raketen, weil Raketen sind ja halt besonders gut für den Anfang des Kampfes und ich möchte die Kämpfe so schnell wie möglich abgeschossen haben. Hey, der ist um eine Stufe gestiegen. Was hat er? Der braucht Arbeit. Das können wir mal hier schließen. Hup, hier sind zwei Sachen fertig, noch ein Schiff. Okay, können wir mal kurz hier vorbeigucken. Das würde 2 und 3 Runden dauern. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnen würde oder nicht, mit den zwei Schiffen schon aus dem Hangar rauszugehen. Weil er ist eigentlich schon relativ angeschlagen. Das muss man ja schon mal sagen. Das mal Sachen. Komm, machen wir. Ja, das wollte ich gerade machen. Okay, die Chance, dass wir gewinnen, ist relativ hoch. Trotzdem mache ich das manuell und nicht automatisch. Manuelle Kämpfe sind immer besser. Auch wenn man eine 100%ige Siegchance hat. Was machen wir denn da? Angriff. Verteidigen. Und dann heilen wir uns ein bisschen. Weil ich hoffe, dass es bis dahin fertig ist. Beziehungsweise sollten wir da nicht auch auf Angriff gehen? Machen wir es einfach mal so. Ist ja nur noch ein einziges Schiff gegen unsere beiden. Das Schiff. Das kriegt ja gerade auch ordentlich was ab. Ach, der hat das gleiche eingesetzt. Naja. Okay, wir kriegen auch minimal Schaden. Vielleicht gehen wir ja nochmal auf Angriff. Na, ah, jetzt haben wir es schon eingesetzt. Aber immerhin sind seine Schilde deaktiviert. Okay, die Kamera ist gerade echt komisch. Komm, der ist fast platt. Jawoll! Vielleicht dürfen wir uns noch heilen? Nein?
Okay, kein Problem. Gut, dann gehen wir einfach wieder zurück in den Hangar mit dem Schiff. Da sollte ja. Da sollten wir hoffentlich dann wieder Geld zurückkriegen. Also Geld, sage ich schon, ja, genau. Das ist das Gewicht. Nein, ich möchte gerne. Genau. Nee, möchte ich gar nicht. Ich möchte zurück zum Hangar. Stelle eine Flotte auf inaktiv, bis eine feindliche Flotte im Einflussbereich ist. Nein! Kampfaktion ändern. Also, das ist auf den Helden bezogen. Invasion nicht möglich. Wo ist denn zurück zum Hangar? Ah, jetzt sind die im Hangar. Ja, jetzt sind sie im Hangar. Okay, da werden sie jetzt hoffentlich Runde für Runde geheilt. Oh. Der will hier anscheinend ein bisschen Streit anfangen. Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnen würde hier. Beziehungsweise, Moment mal. Ach nee, die haben ja Schaden, ne? Ob es sich lohnen würde, theoretisch, das hier unten trotzdem zu holen, auch wenn es so negativ belastet ist. Man kann da ja eventuell gegenarbeiten gegen diese negative Belastung. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Es dauert 2 Runden. In diesen 2 Runden kann ich es mir ja noch gerne überlegen. Weil hier oben haben wir auch noch 2 Systeme. So, die Wissenschaft ist fertig. Das nächste kommt in 5 Zügen. Ein neuer Schiffsrumpf. Friedensangebot und ein Friedensangebot. Nein, jetzt will ich doch nicht ablehnen. Das nehme ich doch liebend gerne an. Zumindest jetzt noch. Bis ich erstmal die Babaschiffe habe. Okay, jetzt müsste dieser Planet fertig sein. Genau, sieht man hier. Okay. Genau hier. Sind alle Planeten kolonisiert. Vielleicht ist es besser, ja erstmal einen Planeten voll zu machen. Ich weiß es nicht. Machen wir mal einfach, weil dann haben wir ja viel mehr. Ach, die sind so unzufrieden. Plus 25 Verteidigung pro Bürger, plus 6 Schiffs-EP beim Bauen für Sternensystem. Gibt es hier irgendwas, was wir danach machen können, um die Laune unserer Leute zu steigern? Das würde jetzt. Boah, 33. Also müssten wir das hier erst einmal machen. Ich verstehe noch nicht so ganz, was das Gelbe sein soll. Ich meine, ich hätte es mal eine Zeit lang verstanden, aber gerade eben bin ich da ein bisschen ratlos, was das wieder sein soll. Das Gelbe. Vielleicht schon Sachen, die wir erforscht haben sollten. Zum Stand der Dinge, da ist schon wieder der um eine Stufe gestiegen. Plus 3 Arbeit. Machen wir. Vielleicht bringt das ja irgendwas. So, hier sind sie fertig. Bisschen davon schadet ja eigentlich nie. Ich glaube, so Bevölkerungswachstum-Sachen brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Genau, die kriegen hier langsam Geld. So, dann haben wir hier 2 verschiedene Flotten. Die können wir eventuell zusammenfassen hier. Genau. Und dann können wir mit der Flotte nochmal dahin fliegen. Um da das Ganze nochmal ein bisschen zu schützen. Und hier warte ich dann nochmal kurz ab, bis die hier wenigstens regeneriert ist. Ah, die kriegt sogar Minus auf kinetisch und also auf Angriff und Verteidigung kriegt sie dann anscheinend Minus, wenn sie geschädigt ist. Das finde ich auch ordentlich. Wobei im Kampf ist natürlich dann ganz schön negativ, muss man schon mal sagen. Wenn man eine Flotte hat, die dann noch, also die schlechter ist als die gegnerische Flotte und die wird dann noch schwächer, also, ne, könnt ihr ja vielleicht verstehen. So, der möchte uns dann noch irgendwas.
Er möchte uns ein Hydromiel geben, möchte zwei davon. Möchte ich nicht. Wenn, dann möchte ich schon mehr kriegen. Oh, wir haben eine Erforschung getätigt, wo wir da alle beide Planeten kriegen können. Hier, Lavakolonisierung. Ja, die werden natürlich dann mega negativ drauf sein. Und die haben wir zweimal nichts mehr. Das hier auf jeden Fall. Und dann können wir erst einmal in mehr Wissenschaft investieren. Dann gucken wir hier nochmal. Oh ja. Hier können wir entweder kolonisieren oder wir gehen halt erstmal. Aber wir haben hier die zwei Industriesachen gemacht, ne? Kolonisieren wir. Minus 10 Zufriedenheit. Ach, das ist eh nicht kolonisierbar. Minus 10, minus 1 können wir aber trotzdem machen. Mehr mache ich hier erst einmal nicht. Dann warte ich, bis die kolonisiert sind, damit ich nicht gleich vergesse, da eine. Nein! Achso, okay. Bewegt sich von alleine. Das ist gut. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte es vergessen. Wobei, ich habe es ja vergessen, aber. Ich habe gedacht, das würde jetzt negative Effekte bringen. Grenzöffnungen. Ja, komm, machen wir auch schon. Machen wir auch mal. Ach, die können wir gar nicht zusammenführen, weil da nur drei Schiffe rein können. Okay, dann machen wir hier zwei Flotten draus. Die hier sind noch nicht ganz repariert. Was machen wir hier gerade eben? Ah ja. Okay, ich glaube, viel mehr können wir gerade nicht machen. Die Wissenschaft ist fertig im nächsten Zug. Beziehungsweise, Moment mal, anstatt das hier zu machen, können wir ja hier nochmal eine Werkstatt machen. So, genau. Und dann warte ich noch ab, bis diese Wissenschaftler fertig ist. Und dann möchte ich mir das, das und das hier nochmal holen. Das hat er sich ja jetzt schon geschnappt. Ist mir jetzt gerade relativ egal wegen den ganzen negativen Effekten, die da wohl drauf lasten sollen dann. Okay, hier bin ich ja noch ganz am Anfang. Und hier mache ich gerade eben das, dann kann ich auch nochmal danach eine Werkstatt machen. Dann hätte ich die drei Werkstätte für die drei hier. Ich hoffe, bis dahin kommt dann hier keiner. Okay, damit haben wir das fertig. Wir können ein neues Schiffsdesign wenigstens erstellen. So, hier haben wir eine Kolonisierung fertig, beziehungsweise beide. Was brauchen wir denn hier so? Gehen wir mal auf Wissenschaft, würde ich sagen. Wissenschaft klingt nicht schlecht. Und dann können wir auf erstmal Zufriedenheit gehen und mehr Wissenschaft und noch mehr Money. Fürs Erste zumindest. Und dann gucken wir, was uns da noch weiter beschäftigt oder auch beschäftigen könnte. Nein! Er hat sich das eine hier geholt. Ja, dann jetzt aber schnell, du, ne? Separatumflotte gegen eine Piratenflotte. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das gewinnen, ist sehr gering. Zwei Aufseher. Ah, das werden wir verlieren. Da bin ich mir sicher. Der möchte viel zu viel. Ganz ehrlich. Der möchte immer so dreimal so viel wie. Ja, Schlacht im System Idros. Möchte immer dreimal so viel, wie wir ihm tatsächlich geben können. Oder auch geben wollen. Verpissen wir uns von da. Noch können wir gegen die Piraten nicht viel machen. Der wird uns dann jetzt natürlich ein bisschen Damage reindrücken. Ich verstehe nur nicht, warum man während eines Rückzugs nicht einfach trotzdem drauf rumballern kann. Ich meine, ne, die Waffen gehen ja nicht irgendwie kaputt. Okay, damit sind wir wenigstens abgehauen. Unsere Truppe steht noch. Das Problem ist natürlich nur, dass jetzt unsere, dass die hier jetzt abhauen mussten. Ach, das sind ja keine zwei, also Aufseher und Aufklärer hier. Eigentlich bräuchten wir eine Werkstatt hier gar nicht mehr, weil er sich ja schon eins geschnappt hat. Ist natürlich blöd gelaufen. Aber irgendwann wird ja auch das hier möglich sein zu bevölkern. Mittelkahl.
Naja. Die haben 408, na, das wird natürlich noch ein Spaß dann sein, Flotten zu organisieren, die auch gegen diese Piraten auskommen. Da müssen wir eigentlich dreimal das neue Schiffsdesign machen, was ich immer noch nicht gemacht habe, ich Volldödel. Und dann müssten wir dreimal dieses neue Schiffsdesign in eine Flotte packen. Das wird dann wenigstens eine realistische Chance haben. Wie viel hat die 223? Na, das könnte eventuell was werden. Gehen wir einfach mal hin. Das ist hier die. Wir könnten noch mal nachziehen und die danach platt machen, aber na, ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber. Ziehen wir wenigstens mit der Flotte dann noch mal nach. Okay, manuell. Die wollten uns da gerade irgendwas geben, was ich mir nicht mehr durchlesen konnte, was es genau sein soll. Wir gehen erstmal auf vollen Angriff. Was haben die Schiffe denn? Kinetisch, das ist natürlich gut für einen Nahkampf. Minus 15 Präzision der Gegnerwaffen. Und dann gehen wir auf Verteidigung. Würde ich sagen, weil die sind dann natürlich im Nahkampf extrem stark. Wir auch. Oh, wir kriegen Schaden. Ah, wir konnten beide unsere Karten ausspielen. Ich glaube irgendwie nicht, dass wir in die nächste Runde reinkommen werden. Weil einer unserer Aufklärer ist schon fast hinüber. Eieieiei. Und das wird es dann mit ihm sein, jawohl. Und der eine alleine gegen die drei, das wird nichts. Ne, der ist nämlich auch schon hinüber. Wunderschön. Gut, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge suchen wir uns erst einmal, also machen wir erstmal das neue Schiffsdesign klar. So, und die haben hier mir ein davon gemacht. Machen wir es mal so. Gut, dann können wir wenigstens den einen nochmal, ich sag mal, hier rüber schicken. Dass uns der hier das nicht wegschnappt. Ich glaube, wir werden als erstes Krieg gegen die Grünen führen. Werden. Nicht unbedingt müssen, aber werden. Auch wenn das die Netten sind. Ja, und beim nächsten Mal machen wir uns dann das neue Schiffsdesign. Einfach nur, weil wir es ganz gut gebrauchen könnten. Also die neuen Schiffe und dann hetzen wir die mal auf die Gegner hier. Ne, hier sind sie, ne? Genau. Der belagert das System da vorne ein bisschen. Nun gut. Aber wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder auch gerne bei anderen Projekten, wenn euch das gefallen hat. Ich war euer Seferato und bis dann und ciao mit V.